Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 14. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens und sie nennen das als schwarze Schildkröte. Sonne bekommt einen Einfluss von Terebellum. Dieser Terebellum ist weder Stern noch Sternbild, sondern eine Figur im Himmel, ein Viereck. Claudius Ptolemäus hat das gedeutet und sagte, das ist die Struktur, etwas in Form zu bringen. Und es verleiht auch Halt, Stabilität. Und diese Figur, dieser Terebellum, beeinflusst die Sonnenenergie und das beeinflusst auch unserem Leben, unserem heutigen Tag. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens. Und die chinesischen Astrologen sagen, das ist der rote Vogel, der Palast des Südens. Und diesem Palast des Südens bewegt sich gerade unserem Planet Erde. Im westlichen Astrologie sagen wir, unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Und unserem Planet Erde hat auch einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Procyon. Procyon bestrahlt gerade unserem Erde. Dieser Procyon ist ein Stern im kleinen Hund und das sind die Jagdhunde. Es gibt einen großen Hund und einen kleinen Hund und diesem Sternbilder gehören zum Orion und Orion ist nichts anderes als die himmlischen Jäger und das sind die Jagdhunde. Der große Hund ist bekannt, weil da befindet sich Sirius. Aber wir sprechen jetzt nicht über Sirius, sondern wir sprechen über Procyon und es befindet sich im Sternbild kleine Hund und zeigt eine Richtung und das ist nichts anderes, die Polarstern. Die Babylonien haben verehrt diesen Stern Procyon und sie nannten ihn als Nangar. Und dieser Nangar war die Baumeister, der Architekt, die himmlischen Architekt neben Marduk. Bei den Babylonier galt Marduk als der Himmelsgott, der wo das Welt erschaffen hat. Und Nangar war sein Architekt und hat geholfen bei diesem Konstruktion. Und es ist nichts anderes, dieser Nangar, als diesem Stern Procyon. Also hier geht's auch etwas in Form zu bringen oder orientieren, etwas befestigen, genauso wie gegenüber Terebellum. Und beiden, dieser Terebellum, diese Figur und diesem Stern Procyon beeinflusst unseren heutigen Tag. Aber es kommt noch dazu anderen Einflüsse auch und das ist die Mondbewegung, weil Mond löst etwas aus in unserem Alltag, beeinflusst unserem Tagesereignisse. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Schütze und nähert sich zu die Sonne und es wird im 17. Januar sein, der Neumond. Aber momentan ist noch in die Schütze. Die chinesischen Astrologen nennen der Mond als die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin hat die Palast gewechselt und bewegt sich auch im Palast des Nordens, nähert sich auch zur Sonne. Und bei jedem Wechsel passiert Folgendes. Die Energie zieht sich in die Mitte zurück, wie heute auch. Die Mondenergie wechselte die Palast, überging im Palast des Nordens und erstmal zieht sich in die Mitte zurück. So beschreiben die chinesischen Astrologen. Und die Mitte wird beherrscht von der Polarstern und wird
beherrscht von Saturn. Die Polarstern vermittelt die Orientierung und Saturn sorgt für Struktur. Und damit wir das erhalten, damit wir das verwirklichen können in unserem Leben, eine Orientierung oder Ziele und das auch in Form zu bringen und Stabilität und Ordnung sorgen, erstmal zieht sich die Energie zurück. Das heißt, wir brauchen den Rückzug, wir brauchen die Ruhe oder Meditation, etwas vorbereiten und erst dann handeln. Und genau das vermittelt die heutigen Mondeinfluss. Mond bekommt auch noch Einflüsse von anderen Sternen. Und das ist auch kein Stern, sondern Sternenhaufen sind das, was astronomisch Nebel nennen. Und dieser Nebel ist Akuleus und Akumen. Beide sind viele, viele Sterne und bilden sich einen Nebelzustand. Und genau das sind die Einflüsse, was auf unserem heutigen Mondbewegung wirkt. Vielleicht etwas noch undurchschaubar, benebelt. Aber was noch wichtig ist, was befindet sich zwischen Akuleus und Akumen bei diesem Nebel? Genau die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Also so ähnlich. Hier geht's auch um Orientierung. Ein Zentrum, eine Richtung, so ähnlich, was das Prokimon auch vermittelt, zeigt auch an dem Nordpol oder auf dem Polarstern von kleinen Hund, von Sternbild kleine Hund. Und das sind die Einflüsse von außen, etwas in Form zu bringen, etwas stabilisieren, dann die Richtung bestimmen. Auch wenn das undurchschaubar ist, ist wichtig, dass wir Ziele setzen, dass wir die Richtung kennen zum Orientieren. Bevor wir handeln, zurückziehen, wir brauchen die Ruhe, wir brauchen die innere Kraft und die Meditation hilft auch. Und erst dann handeln, das sind die Einflüsse von den Sternen. Und wie bewegen sich die Planeten, weil das kommt auch noch dazu, beeinflusst auch unserem Alltag, unserem Leben. Und das schauen wir an bei dem einzelnen Tierkreiszeichen. Wenn Sonnenaufgang ist, dann steigt die Tierkreiszeichen Steinbock im Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Krebs. Im Mittelpunkt steht bei Sonnenaufgang die Tierkreiszeichen Skorpion und die Himmelstiefe in diesem Moment ist die Tierkreiszeichen Stier. Also das sind die Richtungen, das sind die Orientierung und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen, diese gesamte kosmische Energie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verspüren immer mehr das Gefühl, dass die Ruhe brauchen, ein Rückzug. Oder brauchen Zeit oder brauchen sie Geduld. Wenn das zu viel ist, dann ist verlieren sie die Kraft. Und genau da liegt die ganze Geheimnis, dass sie wieder Lebenskraft haben oder Kraft, etwas zu bewältigen, wenn sie momentan den Rückzug suchen. Und da bekommen sie die Klarheit, die Orientierung. Sie brauchen gerade diese Zeit, auch dieses Geduld. In die Liebe-Partnerschaft wird auch sehr wichtig sein und da möchten Sie die Steinbock-Geborenen die Klarheit. Und Chancen, Möglichkeiten haben Sie etwas zu verbessern oder die, wo alleine sind, gerade haben die Möglichkeiten, jemand kennenzulernen, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema und das kommt auch in Form. Was noch lernen gerade die Steinbock-Geborenen, dass sie ihren Wünsche, Sehnsüchte, Visionen ernst nehmen und es mal als Ziel setzen, dann ist mal die Richtung bestimmt und es in Form zu bringen. Und das beginnt jetzt schon. Ganz intensiv wird das am 17. Januar, wenn das Neumond ist, dann wird das auch verinnerlicht. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen werden gerade wahrgenommen. Sie bringen etwas im Ausdruck, ihre Ideen, kommt auch die Begeisterung oder etwas in Bewegung. Und das sind schöne Einflüsse von außen, kommt alles in Form und sie haben immer mehr das Gefühl, es kommt ein Aufstieg und verspüren auch
die Kraft, es sind Herausforderungen da, was auch Kraft kostet. Das erleben die Wassermanngeborenen, aber trotzdem geben sie nicht auf und sie sind von etwas gerade begeistert und sie werden gerade wahrgenommen. Und sie Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft, weil das kommt auch in Form. Die tierkreiszeichnenden Fischengeborenen werden auch wahrgenommen und sie vertreten ihren eigenen Selbst, ihre Meinung oder was ihre Vorhaben. Sie setzen sich gerade durch. Sie fühlen sich ein bisschen unsicher momentan und sie brauchen auch die Ruhe, diese innere Kraft, diese Überzeugungskraft. Und es ist vielleicht auch klug, bis Neumond warten, weil dann verspüren sie wirklich diese Kraft und auch die Mut. Jetzt kann ich mich beweisen, jetzt kann ich mich durchsetzen. Ein bisschen Geduld, aber in die Richtung geht das alles. Und in die Liebepartnerschaft haben die Fischengeborenen Glück, weil das stabilisiert sich etwas und kommt auch mehr Klarheit, mehr Orientierung. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten, vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit, es nähert sich schon etwas. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben gerade die Glück, etwas zu verändern, ein Umbruch, eine Veränderung oder eine andere Richtung kann auch passieren bei vielen Wiedergeborenen, wenn sie das Gefühl haben, das ist alles so zäh, es geht nichts voran, das ist so anstrengend und kommt plötzlich eine Veränderung in ganz andere Richtung und dazu die Begeisterung, dieser Neuanfang und die Kraft, all das zu bewältigen. Und das stärkt gerade die Wiedergeborenen und diese Chancen, Möglichkeiten, dieser Glück ist da, braucht man bloß die Mut und wichtig ist noch um die Finanzen kümmern, weil das ist die nächste Zeit ein wichtiges Thema. Wert, Wertschätzung, Finanzen in Ordnung zu bringen. Und dann kommen die Ideen, was kann man verbessern. Und es wird eine andere Richtung sein. Bei den Tierkreiszeichen Stier geboren ist wichtig die Stabilität in Ordnung. Wo Bewegung gibt, das ist die Verwandtschaft, Nachbarschaft, die vertraute Umgebung, da kommen solche kleinere Veränderungen. Es ist auch möglich bei vielen Stiergeborenen, dass sie gerade eine Ausbildung beginnen, eine Schulung. Wichtig ist, dass sie ihre Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und dass sie aktiv sind und Mut haben, weil das spiegelt gerade das Leben. Eine männliche Person kann auch eine Rolle spielen, gerade bei den Stiergeborenen, weil kommt Unterstützung oder Hilfe oder eine Begegnung. Das kann auch bei Stierdamen natürlich die Liebe sein, aber wichtig ist es auch erkennen, sehen und auf diesen Mann zuzugehen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist immer mehr dieses Bedürfnis nach Ruhe, die Zuhause, die Erholung und das innere Gleichgewicht ist momentan wichtig. Und damit dieses innere Gleichgewicht kommt und diese Ruhe kommt, brauchen die Zwillingsgeborenen einen Rückzug und erst dann geht alles voran. Aber das ist wichtig, diese Ruhe, die eigenen Zuhause genießen oder darum kümmern. Das kann natürlich auch bedeuten, bei vielen Zwillingsgeborenen, dass sie etwas verändern im wohnlichen Bereich, eine neue Einrichtung oder ein Umzug. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen wird in die nächste Zeit wichtig sein und das hat schon begonnen, die Arbeit, die berufliche Situation. Da möchten sie etwas verbessern. Es war in die letzte Zeit alles zu viel, zu anstrengend. Dann kamen die Müdigkeit, die Kraftlosigkeit. Und jetzt haben sie den Mut und sie sagen, jetzt verändere ich etwas beruflich. Oder sie setzen sich besser durch im Arbeitsplatz und sagen zu sich selbst, jetzt lasse ich mich nichts mehr gefallen, ich lasse mich nicht ausnützen. Und in diesem Prozess befinden sich die Krebsgeborenen zur Zeit, weil sie setzen sich durch im Arbeit und zeigen Mut und Kraft. Das kann auch berufliche Veränderung sein. Was aber noch das Leben spiegelt, gerade bei den Krebsgeborenen, das sind die Kontakte, die Kommunikation und auch die Liebe, Partnerschaft. Das kommt aber nicht von außen, sondern die
Krebsgeborene sollen das pflegen, die Kontakte pflegen, die Gespräche führen oder zuhören, was die anderen sagen, oder Liebe, Partnerschaft auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen. Und so kommt das alles im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch karmische Themen. Und ich bewundere mal grundsätzlich die Löwengeborenen für ihren Stärke und ihren Selbstbewusstsein. Und das haben sie auch. Aber von Beratungen, und es staunt mich, dass ganz, ganz viele Löwengeborenen suchen die Gespräche zu mir und erzählen alle das gleich. Sie stehen in einer Herausforderung und verlieren sie gerade die innere Ruhe oder diese Kraft, was sie immer haben, diese Selbstbewusstsein. Das heißt, mindestens so nehme ich mal wahr zur Zeit bei den Beratungen, dass sie so kraftlos fühlen oder stehen in Herausforderungen. Es ist alles zu viel. Das kann daran liegen, dass gerade hier die aufsteigende Mondknoten bewegt. Und das sind karmische neue Erfahrungen. Und das kann in die Liebe sein, neue Begegnungen oder anderes, die Liebe, Partnerschaft betrachten, anderes Leben oder Veränderungen, Umbrüche. Kann auch die Persönlichkeit betreffen, dass sie in einem Veränderungsprozess befinden oder in Arbeit, dass sie unzufrieden sind und suchen neue Wege. Also das sind die Herausforderungen, aber ich bin ganz sicher, dass die Löwengeborenen haben diese Stärke, all das zu bewältigen und zum Erfolg bringen. Die Einflüsse von außen sind hervorragend zurzeit, weil Uranus bestärkt diese Wandlung, diese Veränderung, diese Umbrüche, und die Mondeinfluss ist von Tierkreiszeichen Schütze auch ein Vorteil, gerade bei den Löwengeborenen, wo vielleicht unsicher sind die Kommunikation, die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft, aber das werden sie auch in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren kommt in die kommenden Tage mehr Struktur, Stabilität. Momentan fühlen sie sich ein bisschen unsicher, aber das verbessert sich. Das sind die Stimmungen. Was aber sehr gut ist bei der Jungfrau geboren, dass sie mit einer guten Nachricht rechnen können oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag, und die Liebe, Partnerschaft kommt Stabilität. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist die Gespräche, die Kommunikation kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Wagengeborenen meinen, keiner hört mir zu, ich kann die anderen gar nicht überzeugen, oder kommen Missverständnisse oder warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Also das sind die Einschränkungen momentan da. Trotzdem ist heute ein gutes Gefühl, weil es ist etwas da, was die Wagengeborenen begeistert. Und wenn sie Mut haben, können sie einiges verändern in ihrem Leben. Und das wäre ein Neuanfang, was auch verbessert etwas bei den Wagengeborenen. Und genau bei diesen Veränderungen und Entscheidungen stehen gerade in diesem Prozess. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Wird auch Liebe ein wichtiges Thema sein, weil die Kontakt ist da, eine Nachricht ist auch unterwegs, das kommt alles in Form, das ist positiv, das ist sehr schön. Die Skorpiongeborenen setzen sie sich ein, ihren Kraft in beruflichen Situationen. Sie sind motiviert und möchten sie beruflich etwas erreichen. Bei vielen Skorpiongeborenen kann eine Reise oder ausländische Kontakte oder ein Besuch von Ausland auch eine Bedeutung haben. Die Tierkreiszeichen Schützengeboren ist ein Aufstieg, gute Veränderungen und Umbrüche, und das ist mal sehr erfreulich, und ein guter Gespräch ist auch möglich, das kommt auch in Ordnung, wird etwas geklärt, in die Liebe, Partnerschaft kommt auch alles in Form, und beruflicher Aufstieg, diese Umbrüche, Veränderungen, was sehr schön ist, gerade bei den Schützengeborenen, und heute haben auch ein sehr gutes Gefühl. Und das war mein heutigen Tageshoroskop. Und diese Energie beeinflusst unserem Leben, aber das ist nicht die einzige Energiefeld, sondern es gibt verschiedene Energiefelder.
Und wichtig ist, unserem eigenen Energiefeld arbeiten, das mal auch bewusst zu sein, wie stark das beeinflusst unserem Leben. Und dieser Energiefeld, was wir haben, das kommt von uns selbst, von unserem Inneren und das kommt von Denken und Fühlen. Also hat eine Bedeutung, wie wir denken und wie sind unserem Gefühlen. Weil das, was wir ausstrahlen, also immer positiv denken, angstfrei leben, dann haben wir mal sehr viel getan, um unserem Glück, ein glückliches Leben zu führen, erfolgreich zu sein. Weil es gibt ein kosmisches Gesetz, all das, was wir ausstrahlen, und das ist dieser Energiefeld, ziehen wir auch an. Wenn wir ständig mit Problemen beschäftigen, was passiert dann? Ziehen wir immer mehr Probleme an oder ziehen wir Menschen an, wo auch Probleme haben. Also wir sind immer im gleichen Kreisen, es geht nur um Probleme und Probleme. Also es ist sehr wichtig und das können wir selbst beeinflussen, also immer auf die Gedanken achten, das können wir ganz gut lenken, umdenken. Und die Gefühle, das ist ein bisschen schwieriger, weil das kann man nicht im Teppich, unter dem Teppich kehren, wenn wir mal zweifeln, kommt auch vor, ist auch menschlich, aber immer wieder mal versuchen, diesem Gefühlen transformieren und möglichst angstfrei leben. Dadurch haben wir schon unserem Energiefeld verändert. Was auch wichtig ist, in welchen Räumlichkeiten wir leben, unser Zuhause oder die Arbeitsplatz, wo wir viel Zeit verbringen, in welchem Energiefeld leben wir. Immer nachdenken oder nachfragen, welche Menschen haben früher dort gearbeitet oder gelebt haben. Dann sind wir mal informiert, wenn das immer Probleme war und immer Sorgen und Angst. Was passiert dann? Sie hinterlassen ihren Spuren und wir atmen das ein. Und dann wundern wir, wir machen alles so richtig und trotzdem geht es nichts voran. Also wir sollen das auch bereinigen. Und es besteht die Möglichkeit, einfach andere Wellenlänge erzeugen durch Düfte, durch Musik, durch Glauben, durch Liebe, durch Gebet. Das kann man verändern. Ganz gut ist Weihrauch. Immer wieder die Räumlichkeiten ausräuchern oder Mantra singen. Dadurch kommt eine andere Schwingung oder Trommeln, verändert auch die Schwingung. Dann ist ganz gut die Liebe, Glaube oder ein Gebet. Das hilft auch, das hat auch Kraft. Die Gebet, diese Glaube hat auch sehr große Kraft. Oder Edelsteine haben auch eine gewisse Wirkung. Oder die Düfte bewirken auch etwas. Und es ist wichtig, damit auch zum Beschäftigen einfach vertraut zu sein für diese Hilfsmittel. Und da kann ich Ihnen auch helfen. Und solche Hilfsmittel befinden sich auch in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com oder ein gewisses Ritual zusammensetzen. Wenn Sie da keine Erfahrungen haben, dann mache ich das gerne für bestimmte Themen wie das Geldeinfluss oder die Liebe anziehen. Ich stelle dieses alles zusammen. Ich beschreibe auch, wie man damit arbeitet. Ich kann das nicht tun für Sie. Das müssen Sie selber machen. Aber ich gebe die Rezept dazu. Und das ist alles möglich. Und da kenne ich mich aus und ich kann das alles beschreiben. Also Sie bekommen auch die Beschreibung dazu. Und was wichtig ist, die Zeitpunkt, weil wir sollten in die kosmische Energie im Einklang kommen. Und das ist auch individuell. Das beeinflusst jeder einzelne Mensch anderes, weil jeder Mensch hat eine andere Geburtshoroskop, also eine andere Zeitqualität. Und auch die Ort, wo sie sich leben, ist auch wichtig, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und da alles bereinigen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.